So, und damit ahoi und herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Port Royal 4. Ja, wie wir gerade hier sehen, die Holländer rüsten ganz schön auf, ne? Die haben mittlerweile ganz schön starke Schiffe in ihren Flotten drin und einen Kraken mit bei. Ironischerweise wird das hier gerade nicht angezeigt, aber vom Schiffsmodell her war es wieder eine Karacke gerade. Ist schon heftig. So, gucken wir gleich mal, was wir hier noch so an Waren umsetzen können. Damit wir gleich wieder ein bisschen was zusammenbekommen. Jede Tonne, die wir abladen können, bringt uns wieder ordentlich klimperndes Geld in die Taschen. Von daher werden wir das natürlich dezent fokussieren. Ja. Klingende Münzen in meinen Geldsäckel. So, werden wir, glaube ich, jetzt als erstes direkt mal machen und die fehlende holländische Stadt jetzt noch mit einer Handelslizenz beglücken. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Denn, wie gesagt, dann haben wir die Städte hier soweit alle durch. Das Gute ist, bei den Holländern gibt es halt nicht allzu viel. Es waren, glaube ich, insgesamt nur 5 Städte und die haben... Können wir ja theoretisch mal gucken. Schön, euch zu sehen. Holland hat 6 Städte. Ah, okay. Ah ja, stimmt, eine ist hier oben noch. Die haben wir noch nicht aufgedeckt. Grand Bahama fehlt uns noch. Grand Bahama fehlt uns hier noch im Norden. Aber da müssen wir eh hin, weil wir ja zu den französischen Kolonien als nächstes wollen. Da scheint ein einziger Konvoi gewesen zu sein, ne? Bei den Holländern, der schon eine Karacke drin hatte. Der wird wahrscheinlich entstanden sein, als die Quest damals gekommen ist, ne? Wo wir hätten eine Karacke kapern sollen. Gehe ich mal stark von aus. Was? Sauerei. Ist das sogar noch teurer geworden hier? Ich glaube, mich tatsächlich erinnern zu können, dass das immer davon so ein bisschen abhängt, wie viel Bargeld man hat. Ne? Je mehr man in der Tasche hat quasi, desto mehr wollen sie dafür, für die Handelslizenz. Also es ist schon einfach mal so denken, boah, der Junge ist krass drauf. Der hat schon dicke Taschen voll mit Gold. Wie bei korrupten Beamten quasi, ne? Schön erstmal schmieren lassen dann. Oh. Oh. Okay. Dass wir hier gerade so viel loswerden, ist überraschend. Angenehm überraschend, aber trotz alledem überraschend. Hm? Auch hier wieder jede Tonne zählt. So, mit dem können wir nicht wirklich was, außer, naja doch. Randvoll machen mit Stoff. So, dann sehen wir mal hier unten nochmal hin. Wunderschöne Andros. Es sind echt wenig Händler unterwegs, ne? Wollen wir mal gucken. Naja gut, Holland hat nur 6 Schiffe. Das ist wirklich nicht allzu viel. Wir müssten halt wirklich gucken, dass wir bei den Spaniern mal ein bisschen auf Plünderkurs gehen. Die haben halt jede Menge Schiffe, die unterwegs sind. Ich denke mal, da werden wir die beste Beute machen können. Auch nur eine Flöte. Ja.
Wir haben schon mal unser ganzes Holz los, einwandfrei. Oh, das sieht auch gut aus. Das war so ein bisschen der Nachteil, ne? Die Kolonialgüter, die relativ viel bringen, werden halt leider in den kleineren Städten nicht so viel nachgefragt. Das heißt, hier können wir von großem Glück reden, wenn wir mal einigermaßen große Mengen mal loswerden. So, hier werden wir auf jeden Fall wieder ordentlich Kakao mitnehmen. Ordentlich Kakao. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, den Kakao werden wir ruhig erstmal aufheben. Es sei denn, wir bekommen hier wirklich gute Preise für, denn je mehr Kakao wir haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dafür wieder Rum bekommen, wenn wir es in England, unserer Gouverneursstadt verkaufen, ja, Santo Domingo. So. Dann gucken wir mal. Vielleicht hatten wir Glück und hier war gerade ein Schatzkonvoi und hat was abgeholt. Nee, haben wir leider kein wirkliches Glück. Haben wir leider kein wirkliches Glück. Ich meine, die Menge ist trotz alledem relativ viel, aber hätte besser sein können. Was haben wir noch so zur Auswahl? Kaffee haben wir noch. Stoff haben wir eigentlich noch. Tja. Ich würde fast trotzdem sagen, wir nehmen noch mal Kaffee mit. Hm? Gerade im Hinblick dessen, wenn wir bei den Franzosen vorbeigucken und da vielleicht noch mal Glück haben. Dass die vielleicht auch gerade nach Kaffee schreien. Quito. Ich würde mal sagen, wir werden mal auf direktem Weg hier zu den Franzosen erstmal segeln. Denn das große Problem wird sein, wir verlieren ja unterwegs immer wieder Geld, ne? Den Schiffsunterhalt. Und da kann es ganz schnell passieren, dass wir nachher nicht mehr genügend Geld über haben für die Handelslizenz. Das wollen wir natürlich schleunigst vermeiden. So, hier sind auf jeden Fall überall Militärkorvetten drin in den Militärschiffen. Ja. Aber leider immer Viererkonvois, ne? Das macht es ein bisschen schwieriger. Ja, yeah, das wird echt knapp. Ich glaube, das wird schon nicht mehr reichen. Ja, ich glaube, da haben wir uns ein bisschen verkalkuliert. Mist. Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen verkalkuliert mit dem Geld. Für das Geld werden wir keine Handelslizenz kriegen. Da haben wir uns, glaube ich, ein klein bisschen verkalkuliert gerade. Na, 70.000 sogar. Das ist jetzt natürlich jetzt ungesund. Tja. Müssen wir nochmal einen kleinen Umweg machen. Wir brauchen erst wieder Geld. Haben wir ein bisschen viel eingekauft gerade. Ah, gerade jetzt kommt die Schatzflotte. Das ist natürlich ärgerlich. Da hätten wir gerade guten Gewinn machen können. So, was kann er so? Ja, nicht wirklich gut. Leider Gottes nicht gut für unsere Verhältnisse zumindest. Das war jetzt echt ärgerlich, dass wir gerade nicht genug Geld hatten. Wir machen mal eins, wir segeln mal direkt in unsere Hauptstadt. Das ist zwar jetzt ein Riesenumweg,
jetzt nicht wirklich lukrativ ist, aber dann können wir den Kakao direkt da vor Ort abladen. Mit ein bisschen Glück vielleicht auch noch was von dem Kaffee. Puh, aber wir machen ganz schön Minus dabei, ne? Mittlerweile, der Schiffsunterhalt ist ganz schön heftig geworden. So. Da haben wir wieder einen Kapitän im Angebot. Was kann der so? Navigation ist okay. Darauf könnte ich verzichten. Mehr Schaden, 8%. Manöver ist auch nicht so schlecht. Aber kein Entern. Nützt mir also leider nichts. Kann ich euch mal so ein bisschen den Tipp geben, wenn ihr Militärkapitäne euch sucht, guckt, dass ihr welche findet mit Führerschaft und oder zusätzlich dann auch noch Entermannschaft drauf. Denn so nach wie vor ist Entern so ein bisschen das OP-Mittel, um hier Seeschlachten zu gewinnen. So, aber ganz schön was zugesetzt, ne? Das sind jetzt locker 20.000 schon gewesen, die wir jetzt an Unterhaltskosten bezahlt haben. So, da haben wir wieder einen Kapitän. So, was kann der so? Auch wieder eine selten dämliche Kombination. Kleiner Funfact, manche Porträts davon sind umgeänderte Porträts von den Entwicklern tatsächlich. Finde ich immer ziemlich lustig, wenn man sowas dann als Entwicklerstudie mit einarbeitet. Dass man quasi die Mitarbeiter so ein bisschen drin verewigt. Ich glaube, da ist gerade ein Schatzkonvoi lang gefahren. Das heißt, wir könnten vielleicht Glück haben. Und hier tatsächlich zur richtigen Zeit kommen. Bin ich mal gespannt. Naja, zumindest bei Kakao. Bei Kakao sieht es auf jeden Fall gut aus, aber Kaffee leider nicht. Kaffee hat man jetzt leider kein wirkliches Glück. Tja. Gucken mal. Was kann ich für euch tun? Brauchen die überhaupt Kaffee? Ja, Kaffee würden sie brauchen. Ich glaube, dann werden wir mal in den sauren Apfel beißen und werden ruhig Kaffee mal ein bisschen verkaufen, soweit wie es geht, für den Minimalpreis. Wir haben ja jede Menge davon dabei. Können wir sogar komplett verkaufen. Ja. Dann kriegen wir nochmal ordentlich Ruhmpunkte dazu. Und wir haben 200.000, damit dürfte die Handelslizenz definitiv drin sein. Das bringt uns leider nichts. Oh, mega eingebrochen die Preise hier. Einzige, was wir mitnehmen können, ein bisschen mehr, ist hier das gute Sachsenobst. Ah, würde ich fast sagen, wir machen mal einen leichten Schwenk in die Richtung vielleicht, wobei. Nee, komm, wir segeln mal unten lang. Machen wir mal den direkten Weg wieder. Jetzt haben wir zwar nicht unbedingt gerade viele Kolonialwaren dabei, was sich dann lohnen würde quasi, ne, in Dingsbums, in New Orleans, aber wir haben dann zumindest erstmal die Handelslizenz. Ja, 11.000 einfach mal mit Obst verdient. Ja, ist doch schon mal nicht so schlecht. Stoff haben wir auch gleich nochmal verkloppt. Ja, gut. Kriegen wir wieder Kaffee. Das ist gut. Und Baumwolle. Ja.
Haben wir vielleicht Glück, dass wir dann New Orleans dann direkt wieder was verkauft kriegen. Ich wundere so ein bisschen, dass Zuckerrohr nicht mit als Kolonialgut zählt, ne? Das wundert mich so ein bisschen. Da reicht mein geschichtliches Wissen dann tatsächlich nicht aus, um zu wissen, ob die zu der damaligen Zeit schon in der Lage waren, aus Zuckerrüben oder so Zucker zu machen. Ne? Also sprich eine andere Quelle für die Zuckerproduktion zu haben. Andererseits, wir sind ja hier im Jahre 1589. Eigentlich müsste es schon andere Quellen geben. Ne? Wenn man so ein bisschen überlegt, dass auch in China schon der Tee kam oder aus China. Und die Engländer ja ganz gerne Tee mit Zucker und Milch trinken. Gehe ich dann doch schon mal stark davon aus, dass sie schon irgendwie eine Zuckerquelle hatten. So, gucken wir mal, dass wir in Trinidad ankommen. Gucken wir mal. Wie gesagt, 70.000 kostet dann auf jeden Fall die Handelslizenz noch. Da müssen wir leider noch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Es bleibt dann leider nicht aus. Und als nächstes, wie gesagt, sobald wir die Handelslizenz jetzt haben, müssen wir dann mal gucken, dass wir uns noch mal ein paar Flöten kaufen. Damit wir auch das Handelspensum haben, um die Quest dann langsam aber sicher zumindest schon mal vorzubereiten. So, englische Kleidung. Ne? Mal gespannt, ob die Franzosen da genüglich sind, ne? Oder ob sie da rummäkeln. Ob ihnen quasi das grobe englische Tuch ausreicht. Ich wundere, dass sie steht hier nicht. Ah, jetzt würde ich mich gerade sagen. Hier sind doch auch noch einige Städte gewesen. Muss man staunen, dass hier unten so viele französische Handelsschiffe gerade unterwegs waren. Frage ich mich ein bisschen, was die hier treiben. Was wir bis jetzt auch noch gar nicht hatten, war ein Ereignis auf See irgendwie, ne? Eine Flaschenpost oder eine Schatztruhe oder Treibgut, so eine Dinge. Sind wir momentan noch ein bisschen dünn beseelt mit zufälligen Ereignissen. Da müssen wir mal ein Auge drauf haben. So, 70.000. Ja. Nehmt es, ihr Geizhäse, beziehungsweise ihr Raffgierigen. Erstickt am englischen Geld. Ja, das einzige Gute ist, wir werden zumindest ein bisschen was gut los an Waren hier, ne? Sieht schon mal recht gesund aus hier, was wir hier gerade so verkauft kriegen. Ja. Das hat sich mal gelohnt. Hm? Das ist die erste Stadt, wo es sich wirklich mal gelohnt hat, dass wir hier großartig die Handelslizenz gekauft haben, da wir halt mega viele Waren gerade einkaufen konnten. Uiuiuiui. Nee, das lassen wir mal, glaube ich, lieber. Bisschen was brauchen wir noch an Vorrat? Ich hoffe mal, das reicht bis zur nächsten Stadt. Nicht, dass ich es jetzt wieder übertrieben habe. Wir haben halt einen relativ weiten Weg, ne? Wir müssen halt bis nach Andros jetzt segeln. Wir müssen es bis nach Andros schaffen mit den 43.000 an Unterhalt. Oder an Geldbestand noch so rum.
Ja, aber es reicht zum Glück. Es sind dann doch nicht so mega übertrieben viele Städte gewesen, die wir hier noch absegeln mussten. Ich will gucken, dass wir überall wieder Kolonialwaren mitnehmen. So, hier kriegen wir wieder Kakao. Dann können wir auf dem Rückweg gleich Kakao mitnehmen. Zucker können wir auch gleich wieder abladen. Ja. Aber die französischen Kolonien auf jeden Fall auch schon mal so weit abgegrast. Wir haben zwar nicht alle Städte aufgedeckt, aber die wichtigste Stadt haben wir schon mal. Das lohnt sich jetzt vor allen Dingen hier, die Luxusgüter. Da können wir ordentlich die Preissprünge bei rausschlagen. So, und dann haben wir auch wieder unseren Vorrat an Kakao, ne? Sehr gut. Also nehmen wir auch noch mal ein bisschen was mit. Sind wir gleich wieder voll. So, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal eine kleine Folgenpause, meine Freunde. Ja, nächste Folge werden wir gucken, ne? Wie schon angesprochen, wir werden noch mal ein bisschen Geld zusammenkramen müssen als nächstes, um uns schon mal ein paar Handelsschiffe zu kaufen, damit wir unsere erste Handelsroute schon mal einrichten können, die dann ja im Prinzip hier überall verstreut mal so ein bisschen Handel nebenbei treibt. Da geht es nämlich auch ein bisschen schneller im Geld verdienen, wenn wir zwei Einnahmequellen quasi haben. Und ja, bleibt mir nur zu sagen, fleißig das Däumchen drücken und kommentieren. Tut nicht weh und geht ganz schnell. Und dann sehen wir uns schon sehr bald in der nächsten Folge hier bei Port Royal 4. Bis dahin, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Bleibt schön gesund und ciao, ciao.